Das Einwirken des Antichristen in der Endzeit wird auch das Ende beschleunigen, denn nun steigt die Not der Meinen aufs Höchste und macht mein Kommen erforderlich, um dieser Not ein Ende zu bereiten. Der Antichrist hat nur das eine Ziel, mich zu entthronen und sich selbst auf den Thron zu setzen, das heißt den Menschen gänzlich den Glauben zu nehmen an einen Gott und Schöpfer von Ewigkeit, um desto höher selbst zu stehen im Ansehen, um geehrt und gefürchtet zu werden, gleich Gott. Er will nicht die Liebe der Menschen besitzen, nur ihre Unterwürftigkeit. Er will die Macht haben über alles und also alle Herrscher sein. Solange aber die Menschen noch gläubig sind, solange sie eine Macht über sich anerkennen, vor der sie sich dereinst verantworten müssen, werden sie nicht dem zu Willen sein, der von ihnen Gottwidriges verlangt. Und daher wird der Antichrist vorgehen gegen jene Macht, indem er den Glauben an mich auszurotten sucht und das mit brutalen Mitteln, die es den meinen schwer machen werden, mir treu zu bleiben. Doch die Kraft dafür geht ihnen von mir reichlich zu. Ich werde mich ihnen so deutlich offenbaren, dass sie immer gestärkt werden im Glauben, dass sie alle Unbild auf sich nehmen in der Erkenntnis, dass ich allein geben und nehmen kann und ihnen wahrlich das vergelte, was irdisch ihnen auferlegt ist. Des Antichristen Streben ist das Ausrotten der christlichen Lehre, das Unterbinden jeglichen Wissens um Jesus Christus als Gottes Sohn und Erlöser der Welt. Er sagt mir offene Feindschaft an, und das ist sein Ende. Mein Gegner wird sich verkörpern in einem Menschen, der ihm voll und ganz hörig ist, das heißt, er wird dessen Seele ganz und gar besitzen und vorerst die Menschen täuschen durch Vorgänge aller Art, die ihm einen übergroßen Zulauf sichern. Und sein Reden und Handeln wird eine Maske sein, unter der sich übelste Gesinnung verbirgt. Überheblichkeit, Lüge, Gewinnsucht wird er meisterlich zu verstecken verstehen, doch die Lieblosigkeit wird ihn bald entlarven, das heißt nur vor den Augen der meinen, denn seinen Anhängern gegenüber täuscht er Verständnis für alle Leiden vor, die er aber nicht zu mildern sucht, sondern nur zur Vermehrung dieser Leiden beiträgt. Der Gläubige wird ihn erkennen, denn er hat sehr zu leiden unter seiner Herrschaft. Doch wer ihm zum Willen ist, wer sich offen lossagt von mir, der wird als Freund von ihm behandelt und irdisch geehrt und geachtet. Und so werden sich bald zwei Parteien bilden. Die Überzahl wird ihm anhangen und nur eine kleine Schar wird mir treu bleiben in ihrer Gesinnung und ihrem Handeln. Und diese werden ständig gefährdet sein, weil mein Gegner die Menschen antreibt, ihnen zu schaden in jeder Weise. Der Antichrist lohnt solches Vorgehen gegen die meinen, um auch noch die letzten Gläubigen zum Abfall zu bringen, die ihm noch Widerstand leisten. Es wird eine bittere Notzeit anbrechen für die meinen, und doch wird sie ertragbar sein, weil sie eine ungewöhnliche Gnadengabe in Empfang nehmen dürfen, weil ich selbst mich zeige, wo die Menschen schwach zu werden drohen. Ich kenne den Willen und die Einstellung jedes Einzelnen, die mir gilt, und ich lasse wahrlich nicht meinen Gegner Oberhand gewinnen über dessen Seele. Zudem ist das Ende nah, und meine Gläubigen sind mir im Herzen treu ergeben. Darum kann ich auch außergesetzlich in Erscheinung treten, um ihnen Kraft zu schenken. Und viele werden mich zu sehen bekommen, und dann kann keine Macht der Welt sie von ihrem Glauben an mich abbringen. Dann geben sie auch das Leben freudig hin, wenn ich es verlangen würde. Aber ich beende das grausame Spiel meines Gegners.
wenn er es gewonnen zu haben glaubt, werde ich kommen in den Wolken und richten das Lebendige und das Tote. Ich werde die Meinen holen, bevor ich das Vernichtungswerk ausführe an der Erde und allen ihren Bewohnern. Die Not wird groß sein zuvor, doch meine Liebe wird euch erretten und meine Macht wird den in Ketten legen, der wider mich ist, weil seine Zeit erfüllt ist. Amen.